Damit begrüße ich euch wieder ganz herzlich hier zurück zu Super Mario Maker 2, One Subscriber Level per Day. Hot and Danger Level von Luxman84. Mario. Okay, ein erfolgreicher von 16 Versuchen gab es. Kurz, knackig, Einzelspieler, 0 Herzen, 3 Leute haben es gespielt. Und das Ganze im New Super Mario Bros. U-Style. Okay. Dann schauen wir uns das Ganze einfach mal auf Herz und Nieren an. Viel Spaß jetzt bei diesem Video. Super Mario Maker. It's getting hot in here. So take off all your clothes. Nee, da ist nichts, okay. Wer liebt sie nicht, die Stacheln? Und dann noch was eng. Aber gut, er ist der Schlosswächter. Jetzt schon eine Belohnung? Ich möchte aber auch einen Checkpoint haben. Frage, hat der auch? Natürlich hat er nicht. Mhm. Okay. Nö. Ach, schade. Ich dachte, da wäre irgendwas. Okay, scheinbar kann ich da stehen. Warum da den Checkpoint? Wisst ihr, was mich jetzt schon stört? Hier oben diese ganzen Spikes. Ich störe mich irgendwie. Das hättest du ja zum Schluss bringen können. Macht doch nicht immer so viele Spikes. Okay. Mm-hmm.
Also es gefällt mir besser als deine Brückenlevel, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Insofern, es ist alles in Ordnung. Bloß das Ende, das ist so... Ist nicht. Ich möchte dir ganz kurz was zeigen. Ich hoffe, dass ich da nochmal jetzt schnell hinkomme. Das war jetzt nämlich doof, dass ich einfach durchgerannt bin. World Record Strats, ne? So, wirf. Also, ich möchte gleich mal Folgendes zeigen. Wo ich halt so ein bisschen skeptisch bin. Das ist nämlich gleich hier der Punkt. Es gibt Menschen, die machen so. Ich denke mal, das reicht. Nee, also, ist kurz vor einem Toll, muss ich ganz ehrlich gestehen, aber es reicht mir nicht für ein Toll. Ganz einfach, es reicht mir noch nicht ganz für einen Toll. Ein paar klitzekleine Unschönheiten und wie gesagt, das war jetzt da so ein Beispiel, wo ich mir denke, ich bin jetzt extra halt beiseite gegangen, aber ich mache einfach eine Stampfattacke runter. Dann. Das ist so der Part, wo ich unschön finde. Und dann, wie gesagt, das mit dem Ende, Checkpoint und... Dein Hintergrund ist ja, dass du den Checkpoint gemacht hast, damit die Leute nicht frustriert sind bei dem Ende. Ich würde sagen, dann macht das Ende nicht so frustrierend. Ja, ich weiß, was du damit bezweckt hast, aber durch diesen, durch diese Firebar, die sich dann da hin und her bewegt und gleichzeitig dann auch noch hin und her dreht, kriegst du halt nicht wirklich einen guten Rhythmus rein. Da würde ich versuchen, das vielleicht nochmal ein bisschen anzupassen. Ansonsten ist es ein gutes Level. Es lässt sich gut auch speedrunnen, muss man sagen. Insofern hast du soweit alles richtig gemacht, aber wie gesagt, für ein Toll ganz knapp dran vorbei. Ich bedanke mich immer trotzdem ganz herzlich, sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Trohort rein. Tschö, tschö.